Das ist der Lehrer. Der Lehrer hat heute Vortrag 2 von 3. Ja. Ne, also einer kommt heute noch, den anderen könnt ihr euch, wenn ihr ihn verpasst habt, angucken. Erzählt euch heute was über moderne Kommandozeilentools. Ich habe heute auch nur diese Trollschicht, weil ich den auch sehen will und wusste, so kriege ich auf jeden Fall einen Platz. ich lasse dir einfach mal die Bühne. Dankeschön. Und euch viel Spaß. Dankeschön. Ja, hallo erstmal. Ich bin der Lehrer. Ich spreche Deutsch, auch wenn es vielleicht nicht so klingt. Ich komme aus Wien. Falls mich jemand nicht verstehen sollte, bitte irgendwie bemerkbar machen. Winken wird, glaube ich, schwer funktionieren. Da musst du mir ein bisschen helfen. Ich kann auch langsamer sprechen. Ich tue es aber selten. Das ist der Talk Moderne Kommandozeilenwerkzeuge in der Version 1.3. Das heißt, ich habe das Feedback aus den letzten 3 Talks schon eingebaut. Das heißt, es sind jetzt noch mehr Tools drinnen. Ich habe aber auch hier mehr Zeit bekommen. Das heißt, das sollte sich alles entspannt ausgehen. Wer das Prozedere noch nicht kennt, ich nehme gerne Fragen zwischendurch, auch Wortmeldungen und Sonstiges. Für interessante, lustige, spannende Fragen, Anmerkungen, Tipps vergebe ich Mannerschnitten. Diese hier sind vegan. Also auch sollte für das Großteil des Publikums geeignet sein. Ich schmeiße sie nicht, also wenn ihr euch die vielleicht dann holt oder weitergebt, wäre das super. Das mit dem Werfen hat sich nicht bewährt. Ich habe es früher mit Schokoschirmchen gemacht, das gab ganz böse Verletzungen. So, ich bin auf Twitter und auf chaos.social unter @leider erreichbar. Der Hashtag für den Event wäre GPN18, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ihr dürft gerne reinkommen, solange ihr euch irgendwo ein Plätzchen findet. Ich sehe euch eh nicht, wo ihr sitzt, also das passt schon. Ein paar Worte dazu, warum ich diesen Talk überhaupt mache. Den habe ich eigentlich nur für mich gemacht und irgendwie wollen ihn aber alle Veranstalter haben. Ich verstehe es nicht, warum. Wer von euch kennt Douglas Adams, den Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Den Autor davon? Ah, sehr schön. Die anderen sind wahrscheinlich schon eingeschlafen, heben deswegen nicht die Hand. Douglas Adams war ja ein ganz, ganz großer Prokrastinator, so wie wir alle, und er hat alles gemacht, außer Bücher zu schreiben. Also das ist ja so eines der Probleme mit ihm, er hat viel zu wenig Bücher geschrieben, hat sich aber ganz, ganz viel mit Technologie und seinem Mac und Internet und allem beschäftigt und hat dann irgendwann einmal so 3 Sätze postuliert. Der erste Satz so zum Thema, wie gehe ich als erwachsener, älterer Mensch mit Technologie um? Und den ersten Satz, den er postuliert hat, war, alles, was zum Zeitpunkt unserer Geburt bereits vorhanden war, wird als Bestandteil der natürlichen Ordnung empfunden. Also diejenigen von euch, die so 90... Danke, das war die Flora auf der Technik, sehr gut. Also alle, die jetzt so um 90er Jahre geboren wurden, für die ist das Internet selbstverständlich. Für mich ist das noch immer so, ach, das funktioniert noch immer, es ist so grandios. Also für alle, die später auf die Welt kamen, servus, ist das eigentlich so, ja eh, wo ist jetzt das Problem? Ne? Alles, was in der Zeit zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr erfunden wurde, ist super spannend, aufregend, revolutionär und fördert sogar die eigene Karriere. Das war bei mir zum Beispiel das Internet, also mit der Karriere hat es nicht geholfen, aber ansonsten, es war aufregend und revolutionär. Jetzt bin ich aber schon knapp über 35 und da gibt es dann ein Problem, hat der Douglas Adams formuliert. Alles, was nach unserem 35. Geburtstag erfunden wurde, verstößt gegen die natürliche Ordnung der Welt und wird abgelehnt. Also Docker, Kubernetes, Systemd. Ja. Er hat das also natürlich auf Englisch formuliert, aber das dachte ich, übersetze es. Und ich habe halt ein Problem damit, weil ich mag dieses Eintrocknen im Hirn eigentlich nicht und daher habe ich mich selber gezwungen, so, was gibt es denn jetzt eigentlich so Neues an Dingen, coolen Dingen, die man sich anschauen sollte, mit denen man sich vielleicht ein bisschen beschäftigen sollte oder Mensch sich beschäftigen sollte. Das heißt, der Plan heute wäre ein bisschen History-Abgrenzung, wo kommt das alles her, wie funktioniert das alles, womit haben wir es zu tun? Dann eine ganze Menge an Tools, wie gesagt, da sind jetzt ein paar mehr dabei als bei der Easter Hack und bei den Linux-Events in Graz und in Wien. Und ganz am Schluss gibt es so dieses eure Vorschläge, das heißt, ich lasse mich von meinem Publikum inspirieren, so heißt das korrekt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche super Tipps habt, so das Tool musst du dir noch unbedingt anschauen, das ist ganz toll, nehme ich gerne am Ende entgegen. Es gibt, wie gesagt, für Wortmeldungen dann Haselnussschnitten, leckere aus Wien. Gut, in medias res, wir sprechen über Kommandozeilentools, die zum Teil schon etwas älter sind als ich.
Also wenn man sich anschaut, so die ganze Historie von Unix und Linux, das ging ja schon relativ früh in den 60er, 70er Jahren los. Das grep-Kommando, das ihr wahrscheinlich alle kennt, ist aus dem Jahre 1973. Ja, also das ist 2 Jahre jünger als ich, ihr dürft jetzt rechnen anfangen. Also es ist Unix, das heißt Unix kennen wir doch alle. Ne? Na. Und hinter Unix steckt eine Philosophie. Die Philosophie hat der McIlroy 1978 formuliert und hat da eigentlich auch wieder so 3 Punkte, es wiederholt sich immer so mit diesen dreien, 3 Regeln, was ein richtiges Unix-Programm ausmacht, definiert. Der McIlroy hat zum Beispiel, hat nur unter anderem das Programm TR oder Diff und Sort geschrieben, also auch schon ältere Semester. Erste Regel der Unix-Philosophie: erstelle Programme so, dass sie eine Aufgabe erfüllen. Nur eine und nur diese eine. Wenn du das Gefühl hast, ja, jetzt füge ich noch dieses Feature hinzu, denk darüber nach, ob nicht vielleicht ein zweites Programm, das das alleine macht, besser wäre. Also einfache, simple Programme, ja, statt Featureitis ohne Ende. Geh davon aus, dass dein Programm Textstreams erhält und auch, dass die Ausgabe deines Programmes von anderen Programmen weiterverarbeitet wird. Das heißt, knappe, einfache Ausgaben, klare Ausgaben, strukturierte Ausgaben, die von einem anderen Programm weiterverwendet werden können. Nicht-Binärformate, Textformate. Wir sprechen hier immer mit Text, den ich weiterpipen kann. Und lass den Computer für dich arbeiten. Das heißt, wenn du die Wahl hast, mache ich das jetzt händisch, also quasi den spanischen Kollegen Manuel, ne? Nee, lasse ich den Praktikanten das machen. Besser wäre es, den Praktikanten ein Programm schreiben zu lassen, weil dann lernt der oder die Praktikantin was und man hat dann auch noch ein Tool, das man immer wieder verwenden kann. Peter Salus hat das Ganze dann noch einmal kurz und knackig zusammengefasst. Darum geht es. Kurze, kleine, einfache Programme, die miteinander interagieren können. Kurze, kleine, einfache Programme heißt aber nicht, dass das nicht unkomplex werden kann. Also ja, also mit von der Kommandozeile CSV-Datei auslesen, in JSON konvertieren und dann wieder irgendwo hinaufposten, kann man schon machen, wenn man möchte. Wo kommen jetzt diese Kommandos her? Also die Kommandos, die ich heute alle nicht bearbeiten möchte, das ist jetzt so zu verstehen, da kommt jetzt ganz viel für euch an Tipps, was ihr nächstes Jahr oder auf der Winter-GPN oder so irgendwo selber als Vortrag einreichen könnt. Seht das als Input von mir an euch, worüber ihr Talks halten könntet. Ja? Gibt es zum Beispiel zu Beginn die Single Unix Specification. Das ist eine Spezifikation für alle Betriebssysteme, die den Begriff Unix im Namen tragen wollen. Das sind so die üblichen Verdächtigen, AX, HPUX, Unixware, Solaris und so weiter und so fort in verschiedensten Varianten. Und Bestandteil dieser Single Unix Spezifikationen ist der IEEE Standard 1003, der 161 Kommandos definiert. Also da findet man schon CP und Yes und, nein, Yes nicht, aber WC für Word Count und so weiter. Also da gäbe es schon mal eine ganze Menge an Programmen, wo man sicher nicht alle Optionen kennt. Also wenn ihr da mal Talks halten wollt, feel free. Darauf basiert der POSIX-Standard. Das sind die, oder FASIX-Standard, je nachdem, streiten wir drüber. Der auch wieder, der 1985 von Richard Stallman ins Leben gerufen wurde und der eben Interoperabilität zwischen verschiedenen Linux- und Unix-Systemen, also eigentlich Unix-Suiten-Systemen, definieren soll. Es reicht aber, eine dieser 3 Bedingungen zu erfüllen, also NT4.0, wer sich noch erinnern kann, war zum Beispiel POSIX-compliant, weil es die Application Programming Interface implementiert hat, ohne die ganzen Tools dazu zu haben. Also war aber auch POSIX-kompatibel, also Checkmark, passt. Auf dem POSIX basiert dann wiederum die Linux Standard Base, ist im Prinzip der Standard, wo die meisten Linux-Distributionen sagen, ja, das unterstützen wir, damit man sich eben auf jeder beliebigen Linux-Distribution zurechtfinden kann. Und in dieser Linux Standard Base wird auch ein ganzes Schippel an Kommandos unterstützt. Auch hier wieder WC, Diff, alles Mögliche, feel free to pick your Tool für einen etwaigen Talk bei den nächsten Events.
Dann gibt es auch noch die Linux Kernel Organization, die hat unter util Linux auch noch einen ganzen Haufen Kommandos definiert. Und nachdem wir unter Linux im GNU-Userland unterwegs sind, gibt es die GNU-Core-Command-Utilities, auch ein ganzes Schippel an Kommandos, die ich alle nicht behandeln werde heute. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen für euch, um Talks zu machen. Wonach sind die sortiert? Offenbar ja nicht alphabetisch. Die sind copy und pasted. Aber danke für den Input. Die Frage war, wonach die sortiert sind. Ich weiß es nicht. Ich werde sie für den nächsten Talk sortieren, damit das. Ja, in dem Fall glaube ich nicht. Nö, nicht wirklich. Ja. Danke für den Input. Bei der nächsten Iteration werden sie sortiert werden. Wärst du so freundlich da einmal? Dankeschön. Es ist schön, einen Herald zu haben. Gut. Regel des Talks, wir sprechen nicht über Tools, die am Rechner laufende Server brauchen. Was meine ich damit? Ich meine zum Beispiel dieses Ding hier, Full-Text-Search für Linux-Man-Pages, wo ich mir zuerst einen auf Java basierenden Elasticsearch Lucene Engine installieren muss, um dann mit dieser, Moment, ich zeige euch das jetzt, Achtung Kamera, von hier bis hier rüber, stationäre Mikros. Das ist die Kommandozeile, die einfach zu merkende Kommandozeile, die man dann eingeben muss, um nach einem Linux-Kommando, nach einer Man-Page zu suchen. Es ginge einfacher, weil wir haben Man-K oder apropos, die dasselbe können, ohne dass ich zuerst einen Java-Server installieren muss. Also ich spreche über Systeme, ich spreche über Programme, die standalone mehr oder weniger laufen können. Ein paar Python-basierte Dinge sind dabei, aber ansonsten nichts Aufregendes. Gut, nach diesem kurzen Vorspiel, Viertelstunde ist um, zu den eigentlichen Tools. Fangen wir mit dem Elefanten im Raum an, Systemd. Systemd löst sukzessive, beziehungsweise hat mittlerweile schon die meisten System 5 Init Scripts abgelöst, sorgt noch immer für Spaß am Gerät, irgendwas funktioniert nicht, irgendwas klemmt. Aber es ist halt mittlerweile so, wir müssen uns damit anfinden, auch wenn Systemd dieser Idee hinter einfach und simpel und eine Aufgabe und die dafür gut und richtig erledigen, nicht ganz immer gerecht wird, um es jetzt einmal freundlich zu formulieren. Im Prinzip, jetzt, wenn ich es jetzt von der ganz simplen Sicht sehe, System starten, stoppen, Prozesse starten, stoppen, ist nicht viel Unterschied, die Reihenfolge hat sich ein bisschen gedreht, statt etc init tool start, sage ich halt jetzt System Control Start, Stop, Restart Status, ja, muss man sich halt umgewöhnen, ist aber nicht so schlimm. System 5, wenn ich gesagt habe, wie schaut es denn aus, läuft mein Apache 2 nicht, wenn ich da sage Status, kriege ich zurück, Apache 2 ist running, hurra, passt. So erwartet man sich das Unix-Kommando, einfacher, klarer Output, den ich auch in einem nächsten Programm weiterverarbeiten kann. Systemd. Einfach, klar, konzis, auf einen Blick zu erkennen, ob der Server läuft oder nicht. Das ist die dritte Zeile. Ja. Ja, wenn ich Farbe hätte, ja, weil ich habe es copy-pastet, es wäre rot, ja, es ist ein bisschen, ich habe ein bisschen geschummelt, ja. Also mit Farbdisplays wäre dann die Zeile rot, so läuft nicht, sieht man dann doch. Außer man ist rot-grün blind, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Kann man sich sicher umkonfigurieren. Gut, Systemd macht natürlich in alter Unix-Tradition nicht nur ein Ding, sondern macht mehrere Dinge. Systemd sieht sich auch oder möchte eigentlich auch die zentrale Autorität für alle Logfiles sein. Das heißt, Systemd möchte eigentlich auch alle Logs sammeln, vom Apache, von was auch immer am System läuft. Und das Ganze natürlich auch nicht der Unix, natürlich auch Binärformat, also auch so, wie wir es eigentlich vorhin gesagt haben, dass es nicht passieren sollte. In dem Fall hat es aber durchaus Vorteile. Ich kann mir nämlich einerseits dann zum Beispiel ein Logfile in UCT ausgeben lassen, also sprich in Universal Time Coordinated. Ich kann aber auch sagen, ich hätte das Logfile jetzt gerne mit Timestamps auf meine lokale Sommerzeit umgerechnet oder was auch immer. Also ja, ergibt schon ein bisschen einen Sinn. Und ich kann dann auch noch sagen, ich möchte das Logfile nicht nur als Textfile haben, sondern ich möchte es auch als, ach, was sage ich jetzt, ja, okay, doch,
jüngeres Publikum da, dann, sage ich, dann hätte ich es auch gerne als JSON zum Beispiel ausgegeben, damit ich damit was anfangen kann und das durchpassen kann. Damit das funktioniert, gibt es auch ein neues Kommando, nennt sich Journal Control. Über das kann ich das alles steuern. Wie hätte ich das Logfile gerne, was davon hätte ich gerne. Das heißt, mein Logfile vom Apache mit System Control minus U und kriege das Logfile von meinem Service. Gewöhnt euch dran, wir werden nichts anderes mehr haben in langer Zukunft. Gut, woran erkennt man, dass ein Windows-Systemadministrator auf einem Linux-System arbeitet? Ja, entweder der dir-Befehl, ja, das ist korrekt, du darfst dir nachher noch ein paar Schnitten nehmen, oder am NS-Lookup, das ist auch so ein Klassiker. Das heißt, das neuere Cool, die coolen Kids, so wie der Barbarossa da unten, benutzen schon länger DIG, um DNS-Abfragen zu machen nach Hostnamen, IP-Adressen, MX-Records oder sonstigen. Das heißt, ein DIG und auch hier bei DIG wieder klarer, konziser, minimalistischer Output, der sofort weiterverarbeitet werden kann, wie das so üblich ist. Gut, schauen wir es uns im Detail an. Da sagt einmal DIG, okay, welche Version, wonach habe ich gefragt, welche Suchoptionen habe ich mitgegeben. Ja, ich habe eine Antwort bekommen, da sind verschiedene Flags, ich habe vielleicht irgendwas rekursiv gesucht oder habe eine Query bekommen, eine Antwort gefunden. Super, danke. Dann bekomme ich noch einmal meine Frage plus da endlich die Antwort dazu und hinten nach dann noch einmal ein bisschen Statistik, welchen Server habe ich gefragt, wie lange hat das gedauert, wann war das eigentlich, weil das ist jetzt, hat jetzt so lange gedauert, das zu lesen, dass ich ja nicht mehr weiß, welchen Tag ich eigentlich habe. Das geht aber schon besser, also mit einem DIG plus Short schaut das Ganze schon wesentlich freundlich aus und DIG hat auch ein Konfigurationsfeld, das heißt, ich kann mir das als Sane Default dann setzen und dann kommt immer nur die sinnvolle Antwort zurück, so wie man es eigentlich gerne hätte. Im Vergleich dazu jetzt nochmal NSLookup, kommt auch was Vernünftiges raus. Und um auch den Datenvergleich zu haben, ich habe ein NSLookup für den MX-Server, sprich welchen Mail-Server, welcher Mail-Server steht denn jetzt in dem Fall hinter entropia.de, bei DIG das Ganze einfach hinten nachgestellt, also jetzt von der Syntax her auch nicht so viel zum Umräumen. Ja, Host gäbe es auch noch, aber Host ist alt. Host mag ich nicht. Es kann ein Copy-Paste-Fehler sein, ja. Ja, 29 in MX1, das sind Tabs dazwischen, die beim Copy-Pasten irgendwie verlustig gegangen sind. Beim Folien-Upload werde ich das korrigieren. Entschuldigung. Das habe ich im ICE geschrieben, da war das Internet nur... Und gerüttelt hat es auch. Also, der kriegt von mir nichts mehr. Der hat auf der Easter eine Sachertorte bekommen, der kriegt nichts mehr zu naschen. Gut, was gibt es noch? Es gibt dann TracePath, eine User-Space-Version von TraceRoute, brauchte früher, als TraceRoute noch Root-Rechte brauchte, keine. Einziges sinnvolles Feature derzeit ist die Path-MTU, die TracePath noch mitermitteln kann. Das heißt, wenn man sich das anschaut, rechts oben von euch aus gesehen, die Path-MTU, falls man irgendwie am Netzwerk was herumfammeln möchte, eine nette Geschichte. Wesentlich praktischer ist dann schon MTR, MyTraceRoute. Das kombiniert nämlich den Output von Ping und TraceRoute, aktualisiert sich laufend, das heißt, ich muss mir jetzt nicht irgendein Watch-Kommando schreiben, sondern das rennt die ganze Zeit und zeigt mir an, wie es denn meiner Verbindung zu diesem bestimmten Host geht und wie der Ping zu jedem einzelnen Host auf dem Hop dorthin sind. Dafür habe ich eine Demo vorbereitet und wenn mir die Demo-Götter jetzt huld sind, ich mag das, so gehört sich das, ein ordentliches Oh. Das ist MTR in der Ansicht, die mir auch dieser wunderbare Mensch, der da am Boden sitzt, das erste Mal gezeigt hat, die kannte ich nämlich nicht, wie ich es das erste Mal hergezeigt habe, wo mir jetzt eben für jeden Hop angezeigt wird, wie lang ist der Ping, ich kann das Ganze mir dann auch noch quasi in einer Liste anzeigen lassen und ihr seht, das aktualisiert sich dauernd und ich brauche dafür überhaupt nichts tun, das passiert alles magisch für euch, ihr gebt nur das Ziel an und die Sache ist erledigt. Also das ist MTR, funktioniert super gummigut und ich kämpfe schon wieder mit dem wunderbaren LibreOffice, dass sich nicht merkt, wo ich aus dem Vortrag ausgestiegen bin. Jetzt muss ich immer runterscrollen. Wo war ich denn da? Da war ich. Nochmal zum Troll, ist das die Ansicht, die du zeigen willst? Ja, das war die Ansicht, die ich zeigen wollte.
So, das Ganze kann ich mir auch mit einem Report ausgehen lassen. Das heißt, ich starte das Ding, dann rennt es einmal x-mal durch und am Schluss zeigt er mir dann eben an, wie die Verbindungsgeschwindigkeit und Dauer war. Nächstes Tool, das ich kurz herzeigen möchte, ist OPing, beziehungsweise das N-Curses Frontend dafür NoPing. Hat also jetzt nichts mit Nein zu tun, sondern N-Curses OPing. Ist auch ein Ping, macht aber hübsche Kommandozeilen-Grafiken auf der Konsole. Und auch hier wieder diesen hier. Jawohl. Das heißt, man sieht hier, der Ping rennt an und für sich ganz gut und ab und zu habe ich da irgendwo so ein Hackerl drin. Und das heißt, da dauerte der Ping einmal länger. Das ist halt so eine hübsche Blockgrafik zu den verschiedenen Hosts hin. Warum haben wir da jetzt, da habe ich irgendwo in meinem Vorbereitungsskript einen Fisch drinnen, aber das macht nichts. Gut, so, genau, jetzt bin ich wieder da. Da habe ich noch einen Screenshot drinnen für Notfälle. Das, wofür ich ihn eigentlich eingeladen habe, dass er sich hier reinsetzt, ist die ganze IP-Route-2-Geschichte. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich es ihn machen lasse, aber ich gehe es im Schnelllauf durch und verweise wieder auf deinen Talk, das ist einfacher. IP-Route-2 löst if-config und root ab, das heißt, wer noch immer if-config eingibt, um die IP-Adresse des eigenen Rechners zu bekommen, gewöhnt euch langsam an die neue IP-Syntax. Ist ein bisschen eine Umgewöhnung, ist aber im Prinzip wesentlich strukturierter, klarer und konziser, wenn man sich mal umgewöhnt hat. Als kleine Hilfestellung, if-config hat mir eben die IP-Adresse gegeben, neu heißt das eben IP-Address-Show. Ja, das geht kürzer, wir spielen jetzt hier aber nicht Shell-Golf, sondern ich schreibe euch hier die langen, ausführlichen Befehle hin, damit man mal versteht, worum es hier geht. Das Show lässt sich, kann man, glaube ich, komplett weglassen und die Address kann man dann noch auf ein A kürzen. Also Shell-Golf machen wir bei der nächsten Easter Hack, haben wir gesagt. So, wie komme ich mit möglichst wenig Tastendrücken zu einem Ergebnis? IP-Address-Show, man sieht, ich habe sowohl Legacy-IP als auch ordentliche IP hier bekommen. Das Ganze dann auch noch für die MAC-Adresse, also alles da. Dasselbe gibt es natürlich dann fürs Netzwerkkarten auf- und abdrehen. IP-Adresse setzen, IP-Adresse löschen, geht jetzt auch wesentlich bequemer und einfacher, wenn überhaupt. Dasselbe mit IP-Neighborhood ist dann eben für die ganzen ARP-Einträge zuständig. Und wenn ich eine Route angezeigt bekommen möchte, mache ich das halt jetzt mit IP-Route-Show. Ja, es ist ein bisschen mehr zu tippen und ja, es zahlt sich aus, wenn man es sich umgewohnt, weil es einfach immer, ihr habt es gesehen, es ist immer es ist immer das Gleiche, wenn man sich einmal umgewöhnt hat. Wer mehr dazu wissen will, schnappt sich entweder nachher den Barbarossa, wink mal kurz, Dankeschön. Er hat einen ganz tollen Vortrag gemacht, Contemporary Linux Networking, die Slides sind online. Gibt es ein Recording von dem Teil? Leider nicht, aber er gibt das auch gerne in einer halbstündigen Druckbetankung, gegen Einwurf von Alkohol vermute ich einmal stark. Ne? Heute nicht mehr, aber wenn man ihn lieb drum bittet, macht er das gerne, er ist ein total nett. Also heute kein Alkohol. Gut, noch besser. Gut. Nächstes Tool, das ich kurz vorstellen möchte, dazu habe ich gestern schon einen Talk gehalten, der mittlerweile schon dank des wunderbaren VOX online ist und man sich im Nachhinein anschauen kann. TMUX, Terminal Multiplexer, ermöglicht mir gemeinsames Arbeiten in einer Session oder so wie jetzt hier. Ich habe hier auf meinem Laptop-Bildschirm eine Session. Ihr seht hier drüben eine Session, wenn ich immer was herzeige. Und ich muss mich nicht immer umdrehen, zu schauen, was ich tippe, weil ich das bei mir sehe. Also ich kann hier mehrere Sessions mit den gleichen Kommandos beschicken. Ist für mich der bessere Screen. Ein Argument früher war immer, Screen wird nicht mehr weiterentwickelt. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Kollegen, die das jetzt machen, haben zum Beispiel schon den AX-Support rausgeschmissen, weil, was ist das, das kennen wir nicht, weg damit. Sie haben es dann wieder eingebaut, nachdem die Admins gemeint haben, wir hätten das trotzdem wieder gern. TMUX ist für mich halt irgendwie ein bisschen moderner, kleiner, schlanker, schneller, skriptbarer und toller. Warum? Habe ich auch wieder was vorbereitet. Alles, was ihr hier seht, läuft in einer TMUX-Session. Ihr erkennt das oben an den Reitern, wo man die verschiedenen Applikationen sieht. Da jetzt eben noch NoPing und TMUX, weil halt der Bildschirm ein bisschen groß bzw. klein ist. Und ich habe jetzt hier in diesem
Fenster, drei verschiedene Panels, in die ich auch was hineintippen kann. Ich kann mich hier hineinzoomen, ich kann mich wieder hinauszoomen. Ich möchte vielleicht den Hardtop größer sehen, dann wieder rauszoomen. Und das Ganze ist skriptbar. Das heißt, ich habe mir alle Demos, die ich hier habe, habe ich in einem Skript drinnen. Bevor ich komme hier rein, baue hier auf, starte einmal das Skript, der baut mir meine Demo-Session auf, bereitet mir alle Kommandozeilen, alle Befehle vor. Und ich brauche nur noch zwischen den einzelnen Fenstern innerhalb des TMUX wechseln, um euch zu zeigen, was ich jetzt gerade zeigen möchte. Das Ding kann unglaublich viel. Ich kann Kommandos hinschicken. Schaut es euch an, schaut euch meinen Einsteiger-Talk dazu an. Spielt damit herum. Ich kann es nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Es erspart einem wirklich viel Zeit und Mühsal. Zetschel. Wer vorhin schon ein bisschen gespickt hat, wird es gesehen haben, ich verwende Zetschel statt der üblichen Bash, die vorinstalliert ist. Zetschel ist eine interaktive Login-Shell und ein Kommandozeileninterpreter für Shell-Skripts, der auf der Bourne-Shell basiert. Das heißt, alles, was in der Bourne-Shell oder Born-Again-Shell funktioniert, sollte auch unter Zetschel funktionieren. Aber halt noch viel mehr. Ich kann das Ding dann in verschiedensten Arten und Weisen erweitern. Ich habe Themes dafür, ich habe Plugins dafür und ich habe mit Oh My Zetschel ein Package dafür, das sich automatisch aktualisiert und mir immer wieder Updates und neue Dinge hineinspielt. Was meine ich jetzt mit erweiterbar und anpassbar? Auch da wieder Demos. So, jetzt muss ich da aber einmal hier. So, ich habe hier irgendwo auch ein Zetschel-Ding. Jawohl. Also ihr seht schon, ich habe mir meine Zetschel ein bisschen angepasst. Das heißt, ich habe einen zweizeiligen Prompt und ich habe in dem Prompt dann auch schon eine GitHub-Integration drinnen. Also ich sehe da hier, ich bin derzeit im Branch Master und alles ist sauber eingecheckt. Ich habe keine Fehler auf der Kommandozeile und alles ist gut. Git, Entschuldigung. Ein Feature, das ich jetzt normalerweise ja auch in der Bash habe, ist die Tab Completion. Das heißt, ich haue zweimal auf die Tab-Taste drauf und er schlägt mir vor, welches Verzeichnis oder welche Datei mir jetzt an den aktuellen Pfad anhängen will. Unter der Bash müsste ich jetzt damit Tab durch alle Elemente durchwandern. In der Zetschel habe ich jetzt das schöne Gefühl, ich kann einfach meine Cursor-Tasten nehmen und in der ganzen Liste einfach wie wild herumfahren, bis ich das Verzeichnis gefunden habe, das ich möchte. Und das zweite Nette an der Zetschel ist, ich brauche kein CD. Wenn ich jetzt in dieses Verzeichnis hinein will, gebe ich einfach den Verzeichnisnamen an und bin drinnen. Herrlich. So, jetzt habe ich mir natürlich genau das verhaut, was ich eigentlich herzeigen wollte, aber das macht nichts. Ja, kommt selber rauf und haltet den Vortrag und dann schauen wir, ob ihr euch alles merkt, was man so täglich braucht. Ja. Gut. Wenn ich mich jetzt, was ich zum Beispiel auch machen kann mit dem Customizing, ich kann, wenn ich ein falsches Kommando eingebe oder irgendwas falsch schiefgelaufen ist mit dem letzten Kommando, eine schöne Warnung anzeigen lassen. Die muss jetzt nicht unbedingt da in der Statuszeile sein. Die kann auch auf der rechten Seite sein. Das kann jetzt auch ein Emoji sein. Also ich kann mir da jetzt einen Geist hinein projizieren, wenn ich einen Fehler gehabt habe oder sonst was. Und ich kann dann natürlich auch eben die Git-Integration kurz herzeigen. Wir sind jetzt da auf der GPN 18. Das heißt, ich habe jetzt ein neues File in dem Verzeichnis angelegt und er warnt mich automatisch, aufpassen, du hast da ein File, das jetzt noch nicht in Git eingecheckt ist und zu Git hinzugefügt wurde. Das ist okay, gut. Das ist immer das Gleiche mit diesen Systemen. Also auch so dieses... Ja, mit GI fange ich noch nichts an, deswegen macht er mir den Prompt rot, weil das Kommando kennt er noch nicht und in dem Moment, wo ich das C dazu schreibe, ist es wieder grün, weil alles, oder weiß, oder schwarz in dem Fall, weil alles ist gut und ich sage jetzt ein Git Stash und in meinem Master ist wieder alles in Ordnung. Also da gibt es ganz, ganz viele Plugins und Zusatzfeatures, die man hier verwenden kann.
Das Ganze gibt es auch mit Vim-Bindings. Also wer lieber mit Vim-Bindings arbeiten will, das ist alles drinnen. Das ist die Liste. Wärst du dann so lieb? Die Person, ich habe sie jetzt nicht gesehen, versorgen. Nein, nicht mit Mikro, sondern mit, oder gab es da noch eine Frage? Achso, gab noch eine Frage. Entschuldigung, ihr müsst mich akustisch unterbrechen, weil ich sehe euch wirklich nicht. Das tut mir leid. Ja. Wiederfindet quasi. Ja. Wo man bei Bash zum Beispiel immer Steuerung R drücken muss. Ja. Und bei ZSH kann man einfach einen Teil, also den Anfang des Befehls eingeben und dann Pfeil nach oben, so wie man normalerweise aus dem Befehl scrollt, scrollt man durch alle Befehle, die so anfangen. Ja, Zetschel hat auch für die Suche in der History ein paar nette Features. Da habe ich aber nachher noch ein Tool, das das noch einmal pimpt. Da kommen wir noch dazu. Wie gesagt, das sind jetzt die OhMyZetschel-Plugins, die es derzeit so gibt. Also von Git über Mercury, Task Warrior, etc. pp. Das heißt, ich habe jetzt hier dann nicht nur Tab-Completion für Kommandos, sondern ich habe bei den Kommandos dann auch noch Tab-Completion für die Optionen zum Beispiel dabei, was auch manchmal wirklich, wirklich hilfreich ist, weil wer merkt sich schon alle Optionen? Und Autokorrektur zum Teil auch. Ja. Und er schlägt einem schon vor, das Kommando habe ich nicht gefunden, das wäre der Befehl, um das Kommando nachzuinstallieren und so weiter. Also da geht ganz, ganz viel mit Zetschel. Noch eine Frage, bitte. Ja. Kannst du mit dem Mikro? Können wir ein Mikro machen? Weil dann haben wir die Frage am Stream und ich brauche nicht noch mehr reden, ich rede schon zu viel. Bitte. Ja, eine zweite Sache, die bei ZSH super praktisch ist, finde ich, ist, dass man auch tiefe Pfade, sage ich mal, vervollständigen kann. Also wenn du jetzt, du hattest da jetzt, glaube ich, eben irgendwie Projects, Linux Home, dann tippe ich pr/li und drücke nur einmal Tab und er vervollständigt mir das dann als Ganzes. Und dann, wenn ich immer wieder so diesen einen langen Pfad habe, tippe ich den damit dann ganz schnell runter. Da habe ich dann auch noch ein anderes Tool dafür, aber ja, du hast natürlich vollkommen recht und ich freue mich schon auf deinen Zetschel-Einführungstalk nächstes Jahr auf der GPN. Dankeschön. Nein, ernsthaft, also ich wurde gefragt, magst du nicht noch einen Zetschel-Talk auf der GPN auch machen? So, ja, wollen schon, aber ich hatte nicht die Zeit zum Vorbereiten und ich freue mich, wenn ich einmal drinnen sitzen und lernen kann und nicht hier vorne stehen muss und einen Kasperl machen muss. Also bitte, bitte, bereich talkt ein, wenn ihr meint, ihr habt da noch eine Idee. Was jetzt neu dazu gekommen ist, Ranger ist ein Dateimanager für die Kommandozeile mit Miller Columns. Wem sagt Miller Columns was? Ja, Schweigen im Walde. Wer hat schon einmal einen Mac OS Finder gesehen mit den Spalten? Das sind Miller Columns. Das Ganze kommt aus dem Next Step Betriebssystem, auf dem dann das Mac OS herausgezogen wurde. Der Ranger hat auch VI Key Bindings für unsere VI-Freunde. Ich bin ein VI-Freund, ich habe keinen dritten Arm und nicht zusätzliche Hände für Emacs, daher bleibe ich beim VI. Was denn? Ich höre da ein O, als wäre das jetzt was Verwerfliches. Irgendwie fehlt mir jetzt da, okay. Das heißt, ich habe jetzt hier... Meine drei Spalten, ganz rechts sehe ich die Dateien und habe dann hier die Möglichkeit, wo bin ich denn jetzt? Ich habe das falsche Skript gestartet, das erklärt einiges. Das heißt, ich kann jetzt hier in den GPN18-Folder gehen, ich kann jetzt zu meinen Kommandozeilen-Tools gehen und ich habe jetzt hier meine Ranger-Demo, Halleluja. Und habe dann auch zum Beispiel... wenn ich jetzt auf eine Datei mit dem Cursor rechts drauf gehe, macht er mir automatisch meinen Lieblingseditor auf. Ich kann ihn auch verlassen mittlerweile. Das kommt jetzt mit dem großen Font nur halb so gut rüber, wie es tatsächlich ist. Ich bin total happy, das hat mir jemand auf den Grazer Linux-Wochen gezeigt, dass es das gibt. Ich lerne das Teil gerade, es ist so super und ich freue mich, dass ich endlich meine Miller-Columns habe, weil der Feature-Request für den Nemo-Dateimanager, der gammelt vor sich hin und riecht schon ganz schlecht. Gut, noch ein paar Tools, über die ich jetzt eher zügig drüber gehe. HTTPy ist im Prinzip ein Wrapper um Curl herum, der das Ganze in hübsch und bunt macht und auch den Aufruf von Curl ein bisschen vereinfacht. Das heißt, ich mache einfach HTTP auf eine URL und kriege dann ein hübsches, farblich formatiertes File zurück. Also wer gern bunt hat, ist das eine hübsche Alternative zu Curl oder WGET. Was HTTPy auch noch kann, ist JSON-Output ausgeben, das heißt,
Wenn ich irgendwas aufrufe, wo JSON zurückkommt, dann kriege ich das hübsch in, mit Klammern und eingerückt und hergerichtet. Ja, ich bin halt eher der XML-Mensch, aber man kommt ja, man entkommt ja auch diesem JSON nicht mehr wirklich. Wenn wir schon bei JSON sind, dann muss man natürlich auch noch JQ erwähnen. JQ ist ein Set für JSON, wie sie sich selber nennen. Das heißt, ich kann JSON-Files anzeigen, filtern, durchsuchen und verändern und das Ganze von der Kommandozeile aus. Ich kann mir zum Beispiel mit einem ganz einfachen Kommando, also mit ein bisschen JSON-Script-Foo, vom Fahrplan alle Talk-Titles herausholen lassen und das kommt dann hinten raus auch wieder raus, wiederum JSON. Also wenn man mit JSON-Files öfter zu tun hat, vielleicht ein Tool, das ganz praktisch ist. ARIA 2C brauche ich als Systemadministrator wie ein bisschen Brot, das ist ein Download-Utility, das mir meine Downloads von den Install-Sets und ISOs massiv beschleunigt. Ich kann den Download eines Files in mehrere Teile aufteilen, ich kann diese Teile dann parallel gleichzeitig herunterladen und so einen 4-Stunden-Download in 10 Minuten erledigen, wenn die Server mitspielen. Das ist ganz praktisch. Also in dem Fall dieses ISO-File teile ich mir eben in 10 Teile auf, die parallel heruntergeladen werden. Wenn dieses ISO-File jetzt auf 2 verschiedenen Servern liegen würde, also irgendwo klappert, da draußen wird gebastelt, gut. Wenn dieses File jetzt auf 2 FTP-Servern liegen würde, dann könnte ich das auch noch einmal von 2 FTP-Servern parallel herunterladen und noch einmal beschleunigen. Das Ding kann noch viel, viel, viel mehr. Anschauen ist, wenn man öfter was herunterladen muss, wirklich ein Timesaver und super praktisch. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe mit dem Diff irgendwie so ein bisschen ein Problem. ICDIF löst für mich viele dieser Probleme. Es ist ein sehr kleines Tool, es ist einfach und es ist simpel und es macht einfach ein Diff menschenwürdig lesbar. Das heißt, statt der klassischen Diff-Syntax eben was Hübsches, bisschen Strukturierteres und in bunt, was man auf einen Blick erkennt, worum es geht. Für die Anhänger des klassischen Diffs gibt es dann auch noch ColorDiff, was im Prinzip wiederum nur ein Wrapper um das klassische Diff herum ist und einfach in Farbe und bunt das Ganze macht. Das schaut dann ungefähr so aus, also auch einfacher lesbar als das klassische Diff. Oder WimDiff, oder es gibt ganz, ganz viele, also WimDiff ist halt schon wieder, ja, WimDiff ist auch eine Option. Horizontal oder vertikal? Aber es geht ja auch ums Anzeigen von bestehenden Diff-Files, also, aber ja, WimDiff ist auch eine Option. Suchen. Ich habe heute schon Grep erwähnt. Das Tool, das ich momentan verwende, und ich betone das jetzt ich, ist derzeit RIP-Grep. Rekursives Regex-Grep ist super schnell. Also der Vergleich von der RIP-Grep-Homepage im Vergleich zu dem klassischen GNU-Grep mit und ohne Unicode-Support. Also mit Unicode, wenn ich Unicode aktiviere in der Locale, wird Grep noch einmal einen ganzen Tick langsamer. Heißt jetzt nicht, dass ich euch alle dazu zwingen will, RIP-Grep zu verwenden. Ihr könnt es genauso gut ACK oder Platinum Search oder sonst irgendwas verwenden. Nur wenn ihr öfter in größeren Datenmengen wie irgendwelchen Solar-Scans, Solar-7-Scans oder sonst was herumsucht, überlegt euch mal, ob ihr nicht vielleicht das eine oder andere alternative Suchtool ausprobieren wollt, um euch ein bisschen Zeit zu sparen. Ebenfalls neu jetzt gegenüber der Easterhack und an den anderen Vorträgen, die ich schon gehalten habe. Bis wann habe ich? Ja, ich habe es befürchtet. Nein, geht sich alles gut aus. FD ist ein Prinzip auch wieder ein Wrapper oder eine Vereinfachung von Find. Statt Find-iname-Pattern schreibe ich einfach FD-Pattern. Das heißt, ich erspare mir wieder beim Shell-Golf einiges an Tipparbeit. Das macht Smart Case, das heißt, wenn ich alles in Kleinbuchstaben schreibe, dann ist ihm die Groß-Kleinschreibung egal. In dem Moment, wo ich einen anderen Charakter drinnen habe, macht er automatisch eine case-sensitive Suche und so weiter und so fort. Ist Unicode-aware, ist parallelisierbar, das heißt, ich kann dann auch eben parallel suchen und es ist bunt. Das heißt, ich habe einfach ein FD, dann kriege ich meine Files und kriegt das ganze Ergebnis auch in bunt und wenn ich nach bestimmten Dingen suche, die Syntax ist einfach ein bisschen einfacher als Find. Also wer Find noch nicht so oft benutzt, einmal FD anschauen, hilft und
macht Spaß. Ein Tool, das ich persönlich selber noch nicht, also nicht verwende, weil ich damit nicht zurechtkomme, aber mir mehrfach empfohlen wurde, ist Z. Ja, das heißt wirklich nur Z, das macht die Suche auf Google nach dem Ding wirklich schwierig. ist im Prinzip eine, weil es heißt, es ist ja momentan alles AI, das heißt, es ist eine AI für Verzeichnispfade, es ist eine künstliche Intelligenz, eine Artificial Intelligence, die trainiert werden muss. Das Ding merkt sich, in welche Pfade ich schon einmal hineingegangen bin und in die ich öfter hineingehe und macht dann Regexen auf die beliebtesten Verzeichnisse. Das heißt, ZFoo geht mir in das erste Verzeichnis, in das, das Verzeichnis, das Foo enthält, das ich am öftesten benutze und so weiter. Also da sind wir jetzt bei dem Punkt, den du mir dort irgendwann einmal kurz vorhin angebracht hast mit der Z-Shell, die kann das schon ein bisschen. Bei Z kommt dann noch einmal ein bisschen zusätzlich Blackmagic dazu. Es gibt Leute, die darauf schwören, ja, probiert es aus. Ich finde, es ist von der Idee her ganz lustig und cool. Ich habe für mich jetzt noch nicht den Nutzen gefunden, aber das ist eben genau der Punkt. Nicht jedes Tool muss für jeden oder jede passen. Ein nettes Tool ist auch Exa, ist im Prinzip eine Erweiterung oder eine Ergänzung zu LS. Ist bunt, ist rekursiv, unterstützt Git, das heißt Git-Ignore-Files und so weiter werden berücksichtigt. Und was bei Exa ganz schön ist, man sieht sie auf der rechten Seite, ich habe dann auch so eine hübsche Tree-View, das heißt, er zeigt mir hier auch meinen ganzen Verzeichnisbaum an und hier auf der linken Seite sieht man auch schön bunt die Ausgabe. Und ich bin fast perfekt in der Zeit, es ist so schön. Dann kommen wir zu dem Tool, wegen dem ich eigentlich den ganzen Talk angefangen habe, und das ist FZS. FZF, schön sprechen, Martin. Der Kommandozeilen-Fuzzy-Finder. Bis jetzt Kommandozeilen-Fuzzy-Finder ist irgendwie so, was will der leider von mir? Ich verstehe kein Wort, was er meint. Das ist so eins von diesen Tools, die muss man herzeigen, damit man es versteht. Also werde ich das auch tun. So, hurra. Ich wechsle in mein, nein. Och, Menno. Da, FZF, habe ich es doch, wusste ich es doch. Das heißt, was ich jetzt hier mache, ist, ich rufe FZF im Preview-Mode auf und sage ihm, zeig mir von jedem Dokument, das du findest, von jeder Datei, die du findest, die ersten 100 Zeilen an. Das ist das Head-100. Ja? Wenn ich das jetzt mache, kriege ich auf der linken Seite meine Liste der Dateien und auf der rechten Seite die ersten 100 Zeilen aus dieser Datei. Und ich kann jetzt einfach mit meinen Cursor-Tasten da hinaufwandern und er zeigt mir die ersten 100 Zeilen von jeder Datei an, die ich so finde. Ja, schon einmal, ist ja schon einmal nett. Wo ist jetzt der Fuzzy-Finder-Teil? Der Fuzzy-Finder-Teil ist, ich kann jetzt einfach zu tippen anfangen und er grenzt mir die Suchbegriffe auf das ein, was ich tippe. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel ASM tippe für Assembler, dann zeigt er mir nur noch Dokumente an, die entweder im Dateinamen oder im Verzeichnisnamen irgendwo ASM vorkommen haben. Ich kann das Ganze auch so ein bisschen regexartig machen, das heißt ein Dacherl, das heißt es beginnt mit irgendwas, ein Dollar, also irgendwas Dollar muss auf irgendwas enden, also wenn ich jetzt sage bam, 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 Punkt C Dollar, dann kriege ich nur noch Files, die mit Punkt C enden, C-Files, nun auch nicht. Also das ist ein Fuzzy-Finder, ich type einfach irgendwas und er findet mir die dazugehörige Datei. Mit Enter bekomme ich sie dann zurück und kann sie weiterverwenden. Ist schon einmal recht nett. Ich kann auch Multiselect machen. Also wenn ich mehrere Dateien auswählen will, funktioniert das auch. Das FZF kann aber noch mehr. Es bindet sich nämlich auch, in die Shell ein, in meinem Fall in die Z-Shell. Und was ich jetzt machen kann, ist zum Beispiel ein Steuerung T. Und jetzt sage ich, ich suche wieder irgendwas mit ASM im Dateinamen und bekomme dann, das ist vielleicht schlecht gewesen, irgendwas mit .c Dollar, also asm.c ist vielleicht schlecht, .c Dollar und kriege dann die Datei zurück, mit der ich dann irgendwas tun kann. Also ich kann hier auch in den Zyperhead das Ganze integrieren, ich kann das Ganze auch mit Alt-C aufrufen. Dann bekomme ich nur Verzeichnisse, kann mir wieder irgendwas mit, gib mir irgendwas mit Sound,
I2C und er wechselt mir automatisch in das Verzeichnis hinein. Auch hier wieder Fuzzy, ich fange einfach zum Tippen an, bis ich das finde, gefunden habe, was ich gesucht habe, und er wechselt mir dorthin. Und was auch funktioniert, und das ist der Punkt, wo ich dann so wirklich ganz, ganz glücklich bin, Kill. Was verlangt Kill? Normalerweise Process ID. Ne? Ich kann aber jetzt Kill Tab sagen. Und in der Kombination FZF zusammen mit der Z-Shell bekomme ich jetzt einfach eine Liste aller Prozesse. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel nach Hardtop suchen, kriege einen Prozess, wo Hardtop drinnen läuft. Und er schreibt mir dann automatisch die PIT auf die Kommandozeile und ich muss nur noch Enter klicken. Was ich jetzt nicht mache, weil sonst brechen mir sämtliche Demos zusammen. Aber also, ja, so kann man dann schon langsam anfangen zu arbeiten. Was dann auch noch schön ist, FZF integriert sich eben auch in den, ich glaube, auf dieser Seite haben wir die VI-Fraktion sitzen, FZF integriert sich auch in den VI hinein, FZF integriert sich auch in den TMUX hinein. Das heißt, wenn mich jetzt das stört, dass er mir diese Auswahl in meinem aktuellen Shell-Fenster gibt, kann ich einfach sagen, nein, das war es nicht. Das war jetzt ein Copy- und Paste-Fehler. Probieren wir es nochmal. In dem Moment, wo ich eine Maus in die Hand nehmen muss, bin ich verloren. FZF TMUX-R und er macht mir ein neues TMUX-Panel auf und gibt mir die Dateien, die ich auswählen kann. Das ist jetzt vielleicht blöd, weil ich im falschen Verzeichnis war. In einem eigenen TMUX-Panel an, und wenn ich die Datei ausgewählt habe, schließt er mir das Panel wieder und ich bin wieder und kann wieder weitermachen in meiner TMUX-Session, so wie ich es gewohnt bin. Also FZF ist wirklich ein sehr, sehr, sehr feines Tool. Ich kann euch nur empfehlen, das mal fallen zu lassen. Es ist ein Binary, das man einfach ins Bin irgendwo hineinfallen lässt und die Sache ist erledigt. Und man hat ganz, ganz viel Spaß damit und man hat ganz viel Vorteile damit. Letztes Tool, das ich vorstellen will, damit sind wir auch gut in der Zeit. Oder haben wir Fragen? Ich hätte eine Frage. Du hast eine Frage. Ja, kann man in dem Preview-Modus auch in der Ausgabe des Befehls suchen? Du hattest ja vorhin Preview auf Head gemacht. Kann ich dann auch in den ersten 100 Zeilen der Ergebnisse suchen oder geht die Suche immer nur auf die Dateinamen? Ja, du kannst ein zweites FZF starten und dann... Was du statt dem Head, also du kannst in dem, da wo ich Head geschrieben habe, alles Mögliche hineinschreiben. Also feel free. Also ich sehe schon einen Lightning Talk für den nächsten Event. Mhm. Super. Zeig mir dann, wie es geht, bitte. Ein Problem, das wir auf der Kommandozeile ja auch wieder immer haben, ist der Fortschritt. Also wir haben unter Linux ein Fortschrittsproblem. Nein, haben wir nicht. aber wir haben zum Teil langlaufende Programme. Irgendein DD, mit dem ich irgendwas auf eine SD-Karte schreibe, so mit irgendwie Raspberry Pi oder so irgendwie, oder irgendein langlaufender Copy-Prozess oder so irgendwas. Und das ist halt immer ein bisschen unpraktisch, nicht? Weil wir haben zwar ein DD, aber das müsste ich dann nach PV pipen, damit ich irgendwie diesen hübschen Progressbar bekomme und dann wieder zum DD weiter, was unter Umständen schneller sein kann, aber wie gesagt, wir spielen jetzt hier nicht Shell-Golf. Ja, die neuen DD-Versionen haben mittlerweile ein --Progress. Ja, ich kenne diese Option auch schon. Ich habe das Beispiel jetzt ganz bewusst gewählt, weil auch die neue DD-Version noch nicht auf allen Betriebssystemen überall so verbreitet ist. Also ich bin im Enterprise-Umfeld tätig, da dauert das alles ein bisschen länger. Meine Kunden haben nicht die Zeit und den Willen, Gentoo oder ArcOS zu kompilieren von Stage 0 oder 1 oder was auch immer weg. Bei uns dauert das alles ein bisschen länger, bis die Software auf dem Level ist, wie man sie gerne hätte. Aber, jedenfalls... was es aber gibt, ist eben Progress, und das zeige ich euch auch her, wenn ich es finde. Das war jetzt 6, das heißt, es müsste 7 sein, es müsste 8 sein, jawohl. Ich habe auf der von euch aus gesehen rechten Seite mein Progress-Programm schon vorbereitet mit der Option --M wie Monitor. Das heißt, das Ding startet und horcht dann einfach im Proc-File-System auf entsprechende Events von Copy, Move, also auf die entsprechenden System-Calls. Das heißt, ich starte das Ding mal und er sagt, no, momentan läuft kein Copy, Move, Tarcat, Unzip, Bzip, whatever. Wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite, man sieht, TMUX ist super praktisch, um so Sachen herzuzeigen, ein Copy starte, und ich hoffe, ich habe das jetzt, nein, natürlich nicht, ausgebessert. Wenn ich da jetzt ein Copy starte, dann kommt jetzt auf meiner rechten Seite ein Update. Wie weit ist denn der Copy-Prozess? Und ich kann jetzt den Progress da drüben auch beenden und noch einmal starten.
und er erkennt automatisch, der läuft noch immer, der läuft noch. Wenn ich jetzt einen zweiten Copy-Prozess starte, zeigt er mir den da auch an. Also das Ding ist wirklich, wirklich praktisch. Funktioniert natürlich auch wieder im User-Space, das heißt, ich sehe jetzt nicht die Copy-Prozesse von anderen Usern, also das ist alles so, wie es sein sollte. Und ist halt wirklich praktisch so, jetzt habe ich bevor ich mir ein Bier aus der Küche geholt habe, habe ich das DD auf die SD-Karte gestartet und das blinkt noch immer nicht und ist noch immer nicht fertig. Und wie geht es dem eigentlich, wäre so eben genau der Fall für DD. Ich breche jetzt nur das Copy ab, weil der Rechner ist zu schwach, dass ich gleichzeitig präsentieren und den Copy laufen lassen kann. Damit bin ich nämlich jetzt auch schon durch die Tools durch. Ein bisschen über der Zeit, es waren jetzt auch mehr Tools als die letzten Male. Ich sage einmal recht herzlich Danke und freue mich auf eure Wortmeldungen an Tools, die ich jetzt ausgelassen habe. Dankeschön. Mit Saalbeleuchtung sehe ich auch. Hallo. Gibt's Fragen? Ich habe keine Mannerschnitten mehr. Du hast sie schon in der Hand. Also super. Für drei Fragen gibt es noch Essen, danach müsst ihr einfach fragen, weil ihr was wissen wollt. Gebt ihr das einmal durch? Ja, hallo, ich komme aus einer etwas anderen Ecke von NetBSD. NetBSD hat schon ganz lange ein Progress-Tool. Ist das dasselbe oder ist das was ganz Neues? Basiert es da drauf oder wo kommt es her? Das kommt aus dem GNU-User-Space. Also es ist nicht das BSD-Progress. Aber ich habe es gefunden, ich benutze, es gibt eine GitHub-Seite dazu. Ja. Oder? Ja, lass mich schauen. Ja. Bitte da nachschauen. So, ich hätte noch ein Tool, BAT. Ist wie CAT, nur eben, dass es automatisch farbig ausgibt, Quellcode. Und auch wie Less einen Pager hat, dass man beliebig scrollen kann. BAT, so wie die Fledermaus. Ja, okay. In Rust geschrieben. Ah, in Rust geschrieben, okay. Gut, dankeschön. Kommt auf die Liste. Hui, so viele Hände. Ich hätte mir Mannerschnitten mitnehmen sollen. War vorhin auf der Liste. Ich wollte nur noch mein Lieblingsplugin von Oh My Seashell erwähnen. Paradirectory History. Also meistens, wenn ich STRG R drücke, interessiert mich eigentlich nur, was ich in diesem Directory eingegeben habe und das speichert es halt. Und das ist super praktisch. Ja, dann setzt du dich am gleich am besten mit ihm da vorne zusammen und machst nächstes Jahr einen Z-Shell-Talk. Ich finde das wirklich super. Ja, ich hab noch Zeit. Also, hast du auch noch Essen? Also, wir können Sie zum Beispiel. Ich habe jetzt noch ein Packerl Mannerschnitten in Reserve für den anderen Talk gehabt. Ich kann die jetzt da auch einfach ins Volk streuen, dann habe ich nachher im großen Saal halt nichts mehr. Also, ich kann damit leben. Wäre das okay, wenn du die Frage stellst ohne Essen? Okay. Ist eigentlich eine Anmerkung? Eins habe ich noch. Ihr kennt ja vielleicht DU, und da könnt ihr ja gucken, wie groß die ganzen Dateien sind. NCDU, wunderbares Tool, NCurses, DU. Und da könnt ihr durchgehen, habe ich jetzt echt genutzt, um einfach große Dateien mal zu löschen. Wunderbar. Also, wunderbar, herzlichen Dank, kommt auf die Liste. Da drüben ist auch noch was. Gebt doch die Keule doch weiter, oder? Bisschen Bewegung für den Mikrofon-Troll. Ich wollte noch SoCut anmerken. Nettes Tool, was einem hin und wieder mal OpenSSL und NCut ersetzen kann. So, SoCut? Ja. Basiert auf, ist Python, C, weiß nicht. Okay. Vermutlich. SoCut, ne? Kommt auf die Liste. Dankeschön. Da rechts von dir. Achso, du machst Wegoptimierung. Okay, noch ein Vorschlag. Es gibt ein Tool, das nennt sich Fuck, beziehungsweise The Fuck. Ja. Und das ist großartig. Es hat Heuristiken, die sagen, wenn du diesen Befehl eingegeben hast und er hat nicht funktioniert, dann wolltest du wahrscheinlich das eingeben. Das heißt, man gibt einen Befehl ein, der funktioniert nicht, man sagt Fuck und es sagt dir, meintest du eigentlich das da? Und dann sagt man Enter und alles ist gut. Da gibt es ja dann auch noch das Bastelprojekt mit dem Arduino dazu, wo man dann einfach so einen großen roten Button hat, wo man draufhauen kann und der Button schreibt Fuck in die Kommandozeile. Also, ich würde einen Industriebuzzer dafür verwenden. Bitte. Es gibt in Debian noch einen ganzen Haufen ausgelagerter Tools namens More Utils. Da sind so Sachen drin wie TS für Timestamps prefixen und Parallel, Befehle parallel ausführen. Möchtest du dazu nicht vielleicht einmal einen Talk halten? Es wäre super spannend, weil ich kenne die alle nicht. Also, ernsthaft.
Bitte. Ihr dürft auch weiter Fragen stellen, ohne dass ihr nachher einen Talk halten müsst, ne? Das sind nur Vorschläge. Vorschläge. Bei FZF wird ja der Inhalt des Dokuments auch angezeigt. Nein, nur wenn du die Preview-Funktion verwendest. Wenn ich die Preview-Funktion verwende, wie wird der angezeigt? Also Head. Bei dem Textdokument? Head. Er macht einfach Head. Er macht einfach die ersten X. Also, wenn es kein Textdokument ist, hast du ein Problem. Okay. Also, der Ranger ist ein bisschen intelligenter, der erkennt die Dokumenttypen und ruft dann entsprechend ein Anzeigetool an. Also, der kann dir dann für Videos, rendert dir ein Vorschaubild, ein PDF macht er dir auf, konvertiert dir den Text und so weiter und so fort. Also, der kann das ein bisschen mehr, aber FZF macht nur das, was du ihm sagst. So, wir haben einen habe ich noch. How do I? Sucht nach der Eingabe auf Stack Overflow und printet den ersten gefundenen Codeblock. Funktioniert da ziemlich gut für Flash-Fragen. Ich habe so ein paar Stack Overflow-Integrationsdinge für Developer gefunden. Ja, das ist wahrscheinlich in der nächsten Version drin, weil es einfach zu schön ist. Ich finde auch schön so das Exception-Handling für Java, wo er einfach ein Get macht auf Stack Overflow und die erste Antwort, die hochgevotete Antwort, die erste, die er findet, als im Stack Trace mit ausgibt, finde ich auch schön. Da kann man viel, viel feinen Fu machen. Ja, da gibt's. Ja, also ich fürchte auch ehrlich gesagt, dass solche Stack Overflow Tools irgendwie eher Arbeitsplätze ersetzen als irgendwelche Roboter. Bis Punkt haben wir, gell? Plus minus. Ja, ich habe ja nachher noch einen Talk. Ich muss meinen anderen Talk noch vorbereiten. Bitte. Was ich noch empfehlen wollte, ist Mosh oder die Mobile Shell. Das ist quasi SSH, aber mit Reconnects. Überlebt auch clientseitige IP-Wechsel, solche Sachen. Und hat auch, wenn die SSH-Verbindung langsam ist, man kann lokal tippen und er merkt sich quasi, was man getippt hat. Man muss nicht warten, bis die andere Seite antwortet. Und macht das Ganze über UDP, das habe ich in meinem SSH-Talk drinnen. Ja, ich habe den auf der Easter Hack in 30 Minuten gehalten. Jetzt habe ich fast eine Stunde gebraucht. Also irgendwo muss ich, aber ja, Mosh kommt immer wieder auch, ja. Ich glaube, ich sollte mir so eine Slide machen, so, ja, das gibt es auch noch, aber konnte ich jetzt nicht covern oder so irgendwie für die, ach, nö. Nicht? Doch, bitte. Ich kriege ja nichts zu essen. Es geht nicht sogar am Vortrag, es geht um 1,5 Tage Vorträge. Ob des Netzwerkthemas wird es am 25. und 28. die FrostCon geben in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin. Und da wird auch, wenn noch nicht announced, ein Network Enablement Track da sein. Da steh doch mal auf, dass die Leute dich auch zur Stimme zuhören. Hallo, Menschen. Nee. Da wird es so von Einsteiger-Level bis ein bisschen mehr Netzwerkzeug geben. Das heißt, auch diese ganzen Grundlagengeschichten wie IP-Router und sowas werden dann nochmal angeboten. Werbeblock Ende. Irgendwo in der Nähe von Bonn. Gut. Ich sehe gerade keine Frage. Doch, hier kommt noch. Da, ja, zwei schnelle können wir noch nehmen. Eine kleine Frage nur. Du hattest vorhin gesagt, dass IP quasi ifconfig ablöst. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich bei ifconfig dabei war, aber es gab immer diese IW-List und so Befehle, um WLAN zu managen. Gehören die da dazu? Oder, okay, das heißt, die sind auch dann nicht in WLAN, jeder WLAN, WLAN ist anderes Biest. Da könnte man vielleicht den Hendrik motivieren. Da. modernes WLAN-Management ohne Authorization Keys. Macht das noch irgendwer mit der CLI? Weiß nicht. Ich weiß, beim Hendrik sehe ich nur noch, dass er VMs deployt. Also. Ja, wo? Da, da. Ah, noch zwei kleine XZ und LZOP. Schöne Alternativen zu GZIP. Einmal schnell, einmal gut komprimierend. Ja, in dem Komprimierungsbereich tut sich eben momentan wieder mal unglaublich viel. Da gibt es auch was mit Parallel und tralala. Da gibt es ganz viel. Das wäre auch einmal ein schöner Talk. So Alternativen zu GZIP und TAR. Wäre eigentlich schön. Gut, dann sind wir am Ende der Zeit und ich sage noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank. Freut mich, dass ich so zahlreich da war und bis zum nächsten Mal. Ja, danke, Laura.